So, da sind wir wieder zurück. Ja, der Absturz von OBS. Wir haben ja drauf gewartet, ne? Da ist er lang gelaufen. Der verliert ganz schön viel Verband, ne? Okay. Da ist dicht. Hier ist auch. Oh, hier ist was. Da ist was. Lost and found. Nichts, was mich jetzt irgendwie tangiert. Na, da hat er aber ganz schön gewütet. Ich glaube, Thor hat einfach nur Hunger. Was willst du mir hier? Ah, sein Hammer. Das muss Thor gehört haben. Oh. Alter. Blöde Kuh. Licht aus? Ja, geht. Schöne Kiste. Mit Gewehrmunition. Sehr schön. Sehr schön. Da ist Exit. Und wo geht's hier hin? Da haben wir doch wieder Licht an, ne? Vorratskammer. Aber nichts für mich dabei. Dann geht's weiter. Dann gehen wir mal in die Umkleide. Und schauen wir mal, was jetzt da draußen passiert. Komm zurück! Oh oh. Baby, come back. Cynthia Weaver, ich weiß, dass du es bist. So ein Verhalten ist nicht okay. Lass ihn los, Thor! Verdammt. Rede mit Rose am Teich. Okay. Dann reden wir mit Rose am Teich. Was los? Was war das? Wo ist Thor? Was zur Hölle wollen Sie damit sagen, Saga? Thor ruht sich im Wellness Center aus. Schon vergessen? Was? Wir beide haben gesehen, wie er in den Teich ist. Okay. Verarschen Sie mich, oder ist das wieder die Geschichte? Ganz ruhig. Keine Schimpfwörter, bitte. Sie lügt mich offensichtlich an. Warum? Schauen wir mal. Rose sah Thor in den Teich gehen. Warum lügt sie mich an? Die Geheimmission für Ellens größten Fan. Die Heldin wird sagen, Wake ist zurück. Wir sind alle Figuren seiner Geschichte. Meine Güte. Ich bin nicht seine verfluchte Figur. Aber ich kann das nutzen, damit Rose aufhört, mich anzulügen. Wake ist zurück. Genau. Cynthia nahm Thor mit. Was ist mit ihr passiert? Wenn Dunkelheit in den Geist eindringt, dann wird man verwirrt. Ich habe ihre Lampe in den Schuhkarton gelegt. Wie nennt man eine Lampenlady ohne Lampe? Spricht Rose von Cynthia Lady? Oder von sich selbst? Oder beides? Hm.
Das ist die Frage der Fragen. Gehen wir mal Fallakten. Das gehört hier hin. So. Die Anderson-Brüder. Ich habe keine Zeit für alte Fragen. Genau. Ist ja schon längst erledigt. Da. Tor verschwand im Teich. Ein weiterer Übergang. Es muss einer sein. Wie komme ich hinein? Ja, so wie er vielleicht, oder? Hoppala. Okay. Das war's von hier. Rose. Wake ist zurück. Oh mein Gott. Oh, Sie sind die Heldin. Sie sind hier, um Ellen zu retten. Oh, tut mir leid, dass ich Sie nicht ins Wellness Center lassen wollte. Ich habe Thor und Gail dort eingesperrt, nachdem Sie durchgedreht sind. Ich wollte nicht, dass Sie verletzt werden. Hier. Diese Seite hat mir Wake für Sie gegeben. Oh, und Sie werden meine Schlüssel brauchen. Da freut sich aber jemand. Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Durch das Gartenfenster drang ein Licht hinein. Die Horrorgeschichte hat Thor vor mir erreicht. Ich muss ihn retten. Der Schlüssel zu diesem Übergang ist die Old Gods of Asgard-Platte. Odin weiß bestimmt mehr. Ja. Ah! Wir sind im Garten. Da waren wir ja noch gar nicht. Da war ja zu. Kurzer Blick drauf werfen. Ja, wir haben immer noch keinen Bolzenschneider. Okay, aber jetzt können wir hier rein. Ja. Mal Licht an und gehen mal hoch zu Odin. Hat sich hier was getan? Licht ist immer gut. Grottemolch, hey, hallihallo. Ja, soweit, alles gut. Und selbst? Ich bin eigentlich theoretisch schon kurz vorm Aufhören, tatsächlich. Aber im Moment bin ich noch da. Wie geht's dir? Oh, halt. Falscher Knopf. Ja, komm. Kommen wir mal hier. Da hat sich auch nichts geändert. Dann gehen wir mal hoch zu Odin. Sehr schön. Ja, auch waren heute auch im Stream. Ja, wunderbar. Das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn es dir gut geht. Wo war Odin? Na, Recreation Room. Da können wir mal kurz speichern. Und wir können mal kurz wieder Sachen in den Karton packen, ne? Wieder viel zu viel gesammelt. Ja, das ist Gewehrmunition, genau. So. Trotzdem zu viel einstecken, aber naja, man weiß ja nie, was passiert, ne? Außer Grottenmolch. Grottenmolch weiß, was passiert. Oh, hier. Kriegt was angezeigt. Was denn? Oh. Saga drückt auf den Wähler. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hatte Saga nicht. Ding, 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 ding. Gehört hier dazu. Genau. Ja, genau. Nicht spoilern. Oder bestimmt die Seite ist vorher.
Du könntest mir höchstens mal spoilern, ob das Kapitel noch lang geht. Ich wollte nämlich schon vor einer halben Stunde aufhören, aber ich kann nicht. Das wäre noch interessant tatsächlich. So, Odin. Die Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben. Wütend wie ein Sturm. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, alles klar. Bei alles klar. Und dir. Tor. Aber es geht schon 2,5 Stunden. Deine Mutter tat gut. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist wie das eine. Das Mädchen vom Ort, das ging ja über 4 Stunden bei meinem Spielstil. Hör dir das Lied an, Saga. Ich denke mal, so lang wird das jetzt nicht werden. Ich habe nämlich noch nicht zu Abend gegessen, ne? Das sollte ich dann auch mal tun, bevor ich nicht schlafen kann. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Deine Mutter hat dich weggebracht. Plausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Im Museum? Im Museum? Ach, ja. Im zweiten Stock, ne? Das war ja vorhin noch zu. Lass mal hier nochmal kurz gucken. So. Dahin. Oder? Jawohl. Okay. Fact or Fiction. Mama ist mit mir weggezogen wegen Thor. Thor wollte sich entschuldigen, aber er hatte nie die Gelegenheit dazu. Ja. Sei doch nicht so. Hier. Warum ist Mama weg? Weil der alte Mann creepy ist. Das ist doch offensichtlich. So. Oh ja. Da haben wir schon das Museum. Stehen wir ja genau richtig. Hallo. Schon das dritte Schlagzeug. Wie viel Kohle haben die denn gemacht mit der Band? Ja, brauchen wir nicht hier. Wollen wir nicht lesen. Und wieder ist der Edding auf der Seite, dass man die Werbung nicht bezahlen muss. Na, Flying V. Nicht my kind of Gitarre. Ah, die beiden Raben. Cool. Nettes Detail. Ah, guck an. Angus Remorse. Das ist sie. Wow. Aber sie ist weg. Cynthia hat die Platte. Cynthia hat sie. Sie wird mir sagen, wo ich sie finde. Warum hat sie es eben nicht gemacht, als sie gemerkt hat, dass ich die Heldin bin? Hi. So. Ah, Cynthia ist die creepy Frau. Cynthia hat es auf Thor abgesehen. Die Jumpscares sind krass. Vor allem, ich habe volle Lautstärke auf dem Ohr. Sich auf. Es war zu spät. Hat sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Das Dunkel benutzt Cynthia, um mich von Thor fernzuhalten. Aha. Wo ist Angus Remorse jetzt? Auch schon leer. Fast. Ein junges, verliebtes Mädchen. Ein Rock'n'Roll-Klischee. Die Schatten erwachten zum Leben. Ein Geschenk. Ein gelegentlicher Todeswunsch. Sie hat die Platte. Ich kann es aus ihr rausquetschen. Das machen wir. Angus Remorse. Wo ist sie, Cynthia? No Remorse. So viele Hände. Das Badezimmer machte ihr Angst. Verkürzt. Ein Pflegeheim. Aha.
Platte Angers Remorses bei Cynthia. In ihrer Badewanne. Okay. Halt. Ich will nur eins zurück, genau. Machen wir den auch gleich durch. Wer nahm sie mit? Unsere Cynthia. Zum fahlen Pferd. Oh, Thor, Bruder. Thors Liebe ist in dem Lied zu hören. Odin, geh mal zum Arzt wegen deiner Schilddrüse. Das sieht nicht gut aus, Junge. Sie hat Thor verführt. Vor Jahren bekämpften wir eine kratzende Hexe. Jetzt ist er wieder einer verfallen. Wir verlieren ihn vielleicht für immer. Ein Anderson weniger. Das wird nicht passieren. Mr. Anderson. Ja, Thor im Übergang. Angers Remorse ist der Schlüssel. Ich muss Cynthia dazu bringen, den Standort preiszugeben. Genau. So, was gibt's da noch? Keyboard-Mucke. Sitzt du da noch? Nein, sieht man nicht. Okay. Trotzdem mal die Lage checken. Ob sich was verändert hat. Map. Also, oh, guck mal hier. Da kann ich jetzt endlich rein. Und das ist jemand anderes. Das ist wahrscheinlich Cynthia, die draußen auf der Veranda sitzt. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben zu Adi. Adi. Kuckuck. Ach, er ist Adi. Der creepy Hausmeister, der gerne Karaoke singt. Oh, das ist nett. Sonst noch was? Mitternacht? Das ist ein Zufall. Ah, warst du für kleine Königstigerinnen? Wissen Sie etwas über den... Ich war aber auch kurz weg. OBS ist abgestürzt. Wir haben ja drauf gewartet. Wird in einen Wacholderstrauch stolpern. Blom gehörte zu Ihnen. Er ist gestorben. Ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken, aber ich mag seine Schuhe. Woher wussten Sie, dass Blom Teil des Hauses ist? Ja, einem Fuchs gehen nie die Tricks aus. Ich weiß nicht warum. Reiz einen Verrückten und er wird sein wahres Gesicht zeigen. Blom redete gerne. Mhm. Dieses Gespräch hat mir jetzt nichts gebracht. Aber macht ja nichts. Können wir jetzt auch rein? Ne, ist immer noch zu. Schade. Wo waren wir noch nicht drin? Da waren wir drin. Lass mal kurz gucken. Gesprächsoption war nur noch unten. Da ist immer noch zu. Da auch. Okay, dann gehen wir mal da raus. Ach, guck mal. Da ist der Eingang zum Keller. Irgendwo außen. Oder? Ich meine ja. Okay. Runter. Was? Was los? Okay, dann ist es doch Odin, eine Tür weiter. Was los, Junge? Was? Rede mit mir. Jo, nee. Da hat er wieder einen Raben. Und da ist der zweite, ja.
wichtig. Donna, das war die, genau. Irgendwie sind die alle weg. Keiner mehr da. Okay. Dann runter. So, mach direkt raus. Ja, da haben wir ja schon geguckt überall. So. Hallo, Donna. Oh. Notfallsammelplatz. Da sind sie ja alle. Ihr solltet hier draußen Was bleiben. Was ist hier denn los? Bis es wieder sicher ist. Ich bin froh, hier rauszukommen. Ich lebe schon mein ganzes Leben in Bright Falls und kann mich nicht an dieses Gebäude erinnern. Komisch, oder? Das Haus war schon immer hier, Norman. Erinnerst du dich noch an die arme Nora, die im Bunker ertrunken ist? Die Andersons haben es so billig bekommen, weil es dort spukt. Aber Qualität hat ihren Preis. Ist irgendjemand nicht aufgetaucht? Ein paar. Artie, Gail, Cynthia. Wenn sie bis jetzt nicht hier sind, kommen sie nicht mehr. Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Weil wir gerade davon sprechen, unser nächtlicher koffeinfreier Kaffeeservice verspätet sich wieder um eine halbe Stunde. Ist Ihnen etwas Merkwürdiges an Miss Weaver aufgefallen? Nur, dass Thor die arme Frau nicht in Ruhe lässt. Dieser Rüpel denkt immer nur an das eine. Cynthia ist herrschsüchtig geworden. Schwimm eine Runde im Teich, Norman. Trink Wasser, Norman. Niemand sagt Norman McDonald, was er zu tun hat. Mandy May, alles in Ordnung? Sie bluten ja. Oh, wie ist das passiert? Oh, nein, Mandy May. Und der Finger. Heul nicht so rum, Norman. Das ist doch nichts. Ich habe mich nur beim Stricken dieser Riesendecke gepiekst. Das ist echt eine Riesendecke. Ist das für die Midgard-Schlange? Wird die auch noch ein Thema? Was mit dir, Mandy? Oh ja. Hallöchen. Sind Sie Pat Main aus dem Radio? Das bin ich. Und Sie sind die Bundesbeamte, von der alle sprechen? Haben Sie vielleicht irgendwann Zeit für ein Interview? Tut mir leid, ich habe es im Moment ziemlich eilig. Aber ich mag Ihre Show. Sehr informativ. Vielen Dank. Bei Qualität darf man keine Kompromisse eingehen. Wir würden Sie zu gerne in unsere Show einladen. Meine Zuhörer und ich. Dann nehmen wir das mal in Angriff. Was machen wir demnächst? Arti meinte, auf der Veranda wäre es sicher. Sicher? Wovor? Ich wette, Thor hat wieder einen seiner Rauschanfälle. Erstmal gucken. Ja, die sitzt da hinten wieder, ne? Muss ich hinten raus. Die sind hier. Ach, das war McDonald da draußen. Ich dachte schon. Da sitzt. Hallo? Warte mal. So. Was ist gerade mit Thor passiert? Cynthia hat ihn mitgenommen. Oh, ich wusste, dass jemand Thor beeinflusst. Irgendwas stimmt nicht mit dem Wasser hier. Aus den Rohren kommt schwarzes Zeug. Oh. There's something in the water. Cynthia steckt wahrscheinlich auch dahinter. Hat Cynthia eine Verbindung zum Kult des Baumes? Oh nein. Dafür ist sie viel zu gebrechlich. Aber früher war sie die beste Verteidigung der Stadt gegen die Mächte der Finsternis. Naja, nach Ellen. Aber jetzt hat sie sie wohl erwischt. Wake ist in Gewahrsam. Wie waren Sie in Kontakt mit ihm? Er hinterlässt mir Nachrichten in Zeitungen und Büchern. Einmal hat er mir sogar mit einer Wolke geschrieben.
Wenn es etwas wirklich Wichtiges ist, spricht er im Traum zu mir. Okay. Ah ja. Und was sagt er Ihnen durch diese Wolken? Wie ich ihm helfen kann? Dass es anfängt zu regnen. Rezepte, wie man Besessene tötet und mehr. Ich habe in letzter Zeit auch einige beschriftete Seiten gefunden. Er arbeitet wohl an einem neuen Buch. Wie aufregend! Sie müssen die Bewohner hier wegschaffen. Es ist nicht sicher. Oh, sie lassen sich dadurch nicht beeindrucken. Sie haben ein schönes Leben geführt. Sie sind widerstandsfähig. Ich habe bereits allen gesagt, dass sie am Sammelplatz auf der Veranda warten sollen. Alle paar Monate gibt es eine Übung. Ich bin so stolz auf sie. Ich bin beeindruckt, wie vorbereitet sie sind. Wir sind an solche Dinge gewöhnt. Okay. Sie hinterlassen überall diese Alex Casey Brotdosen, oder? Schuldig. Das waren alle Allen-Behälter, die ich online finden konnte. Er sagte mir, ich solle die Besessenen in der Stadt töten. Und irgendwo musste ich meine Ausrüstung verstauen. Und ich habe die May rekrutiert, um sie zu markieren. Die Verstecke können sie natürlich auch nutzen. Immerhin sind sie die Heldin. Danke. Ich habe sie schon benutzt. Wake sagt Ihnen, wie man Besessene tötet? Oh, natürlich. Sie sind die Heldin, also wissen Sie das bestimmt schon. Alles, was man dafür braucht, ist ein starkes Licht und extreme Gewalt. Ganz einfach. Das Schwierige ist nur, die Leichen zu verstecken. Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Leiste nur meinen Beitrag, Schwester. Sis. Okay. Dann. Profiling ist nichts. Aber ich glaube, beim Falafel könnten wir noch was rauskriegen. So. Rose. Thor ist Cynthia gefolgt, weil Cynthia ihn verwirrt und seinen Kopf verwirrt hat. Hier. Cynthia wollte die Schallplatte. Thor hätte alles getan, was sie gesagt hätte. Cynthia versuchte, die Platte in der Badewanne zu ertränken. Ja, das können Platten gar nicht ab. Cynthia hat Thor verführt, um ihn von mir fernzuhalten. Kommt er bestimmt dahin, ja. Eine Schallplatte fehlt im Museum. Angus Remorse. Eine Badewanne, ein Teich, ein See. Es gibt einen roten Faden. Ach so. Liegt die noch in der Badewanne? Hätten wir ja mal ins Zimmer gehen können, ne? Was mit euch? Rose. Wake erklärte ihr, wie man Besessene tötet. Sie glaubt, dass sie für ihn gearbeitet hat. Wo packen wir das hin? Macht da? Sinn. Ja, ne? Rose Marigold. Gab's doch einen Hobbit, der so hieß. Oder? Hallo? Ah. So. Die Lunchboxen, die ich gefunden habe, hat Rose für sich und die Heldin zurückgelassen. Da. Okay. Rose Marigold hat die Lunchboxen für mich dagelassen. Mhm. Alan Wake hat es ihr aufgetragen. Ich schulde ihr wohl was. Ja, das meine ich aber auch. Okay. Ja. Wollen wir in der Badewanne mal gucken, ne? Weil irgendwie habe ich das jetzt gerade nicht so verfolgt, ob die noch in der Wanne liegt oder nicht. Ach, guck mal. Odin bleibt im Bett.
soll er doch. Cynthias Zimmer. Pet Lounge. Ah ja, der Schutzraum. Tor Odin Donner. Ah, Cynthias Zimmer ist noch zu. Ja. Okay. Das heißt, wir. Ja, Suche im Zimmer von Cynthia. Ah, ich habe den Schlüssel von ihr. Geh da weg. So, im dritten, ne? Alter! Boah, alles klar, Gott, dann noch viel Vergnügen. Hast auch bald zum Affiliate geschafft? Das wäre ja super. Würde mich freuen für dich. Alles klar, dann gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Es bringt nichts, im dunklen Ort zu heulen. Was war, ist jetzt weg. Aber Probleme sehen anders aus. Du kannst im Keller nach dem Generator sehen. Aber pass auf, man weiß nie, wo sich das Böse versteckt. Und wo geht's Keller. Zum Keller? Danke. Oder wolltest du mir jetzt noch irgendwie einen Bolzenschneider geben oder so? Ne? Hätte ja sein können. Okay. So, wo ist der Keller? Also ich schätze mal, dass er unten ist. Jo, jo, jo. Da klingt alles jetzt gerade nicht so Yoga, ne? Alles klar, hier. Odin, was geht? Hm. Donner. Okay. Keller. Wo ist er? Weil hier geht's ja nicht raus. Also ich schätze mal da draußen irgendwo, ne? Oh. Tor. Oh oh. Was? Oh, hier. Hä? Hallo? Nicht so schnell, das Gewehr. Komm, komm, komm. Komm! Oh. Boah. Oh, der schießt ja auch noch vorbei. Oh, Headshot. In your face. Bin ich mal auf jeden Fall richtig hier. So, wie ich die Sache sehe. Eieieiei. Okay. Zu looten gibt's da nix. Da ist der Keller. Kurz die Lage checken. Ja, hier waren wir überall noch nicht. Okay. Dann gehen wir erstmal in den Keller. Der bestimmt gar nicht gruselig ist. Guck mal, da liegt schon eine Leiche. Was hatte ich als Waffending? Ja, ne? Ja? Hallo? Wechsel doch die Waffe. Hallo? Hä? Okay. Hoppala. Scheiße.
Ich muss den Strom wieder einschalten. Ja, dann kriegen wir bestimmt Probleme mit dem Wasser. Ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Komisch, dass es trotzdem gepiepst hat, ne? Ich sag es nur. Na geil, hier ist die Wikinger-Sammlung. Cool. Bewegt sich nicht. Machen wir von der anderen Seite. Remember. Achso. Erinnerung. Mehr Sicherung kaufen. Viel mehr. Beschissene alte Geräte brennen immer wieder durch. Okay. Dann brauchen wir eine Sicherung. Oh, hier liegt eine Seite. Mal hier gucken. Die Sicherung ist kaputt. Ja. Vielleicht liegt hier irgendwo eine rum. Ah, guck mal hier, Speichergedöns. Okay. Das weg. A2 ist waffenmäßig. Kann ich das hier... Warte mal. Wie war das? So, ne? Und dann so. Schnellauswahl. Machen wir auch auf 2. Ah, das geht gar nicht. Dann machen wir es auf 1, oder? Wie erreiche ich denn die Dinger am besten? Ja. Nehmen wir die 1. Ja. Speichern. Kämpfen. Gewehrmunition. Immer gut. FBI, open up! Alter! Jetzt, wo es gerade so gruselig ist. Geht die auf? Das geht von hier nicht auf. Nee. So, aber die geht von hier auf, ne? Nee. Von hier auch nicht. Oh, fuck, Alter. Oh, da liegt eine Seite. Sind wir erstmal da? Nee. Puh. Im Dunkeln ist gut munkeln. Jetzt gehen wir trotzdem erstmal hier lang. Checken hier mal die Lage. Da, Munition und Batterien. Immer gut. Was geht hier? Rose, die Ersatzsicherungen sind jetzt unter Verschluss, weil jemand, Arti, sie ständig klaut. Der Code ist in der Waschküche. Puls habe ich, Alter. Puls habe ich. Schon eine ganze Weile hier. So, wo zum Geier ist denn die Waschküche? Ist das da unten? Das ist nicht gut. Wenn ich da reingehe, das ist nicht gut. Puh, okay. Auf geht's. Ich jag mich nicht, ich will nicht los. Ich will Alter. Du Sack. Das klang jetzt gerade nicht so gut. Der Strom ist aus. Ah, ich erinnere mich. Deswegen sind wir ja hier. Jüten. Das sind die Riesen aus Jütenheim. Hey, 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 hey. Da schrecke ich mich auch noch selber.
Was haben wir hier? Zanes Anwesen, bekannter Filmemacher, grüne Künstler, bla bla. Oh, hier. Okay. Hinweis? Kein Hinweis. Der kommt wahrscheinlich in dem Film, wenn wir wieder Strom haben, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Boah, wenn die Musik schon lauter wird, ne? Wer baut denn so ein Labyrinth da unten? Cynthia Weaver hatte die Laterne immer dabei. Jemand war bei ihr im Badezimmer. Im Dunkel. Dunkles Wasser drückte sich in sie hinein. Sie schrie. Cynthia verdorben. Was ja per se nichts Schlechtes ist. Okay. Nee, dann mach nur mal. Wir lassen offen. Das sieht mir nach Waschküche aus. Das sind doch alles Waschmaschinen und Trockner. Einstecken, einstecken. So, und schon ist voll. Wenn ich jetzt die Sicherung kriege, habe ich gar keinen Platz mehr. War doch so klar. War der Speicherraum nicht gerade hier um die Ecke? Ja. Dann bringen wir mal eben die Sachen in den Schuhkarton. So, du weg. Du weg. Du weg. Und das ist doch eine Schrotflinte, Handfeuer, Gewehr. Ja, wird passen. Speichern und rein da. Ja, ist ziemlich feucht hier, muss ich gestehen. Also wenn ich den Strom einschalte, sollte ich vorsichtig sein. Ich dachte, da irgendwo ein Kabel liegt oder so. Und, naja, wenn die Waschmaschine da so im Wasser stehen, ist es, glaube ich, auch nicht so gesund. Ich kenne mich ja nicht so aus, aber... Ja, da bräuchte man Gummistiefel tatsächlich. 273. Alter. Ich drehe mich jetzt nicht um. Ich schreibe das mal auf, bevor ich das vergesse. Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier gleich was abgeht. 273. Nein. Da ist nichts. Okay, schnell zurück. Da kommt garantiert gleich ein Schrei. So. 2, 7. Dry. Und so dry ist es hier gar nicht. Ist ziemlich wet. So. Oh, die Musik, ne? So. Ich speichere es trotzdem nochmal. Da, ich höre schon was. Speichern. Rein mit dem Ding. Alter. So. Gleich geht's ab. Der Strom ist wieder an.